Ein herzliches Willkommen hier wieder bei Minecraft Hexit. Und heute werde ich natürlich hier weitermachen. Versteht sich nur wie. Ja, wir gucken erstmal in diesen wunderschönen Ofen. Und dort finden wir ein paar Eisenbarren, die wir uns dann da rausnehmen werden. Hier ist nichts drinne, aber man könnte ja noch ein bisschen Feuerholz da rein tun. Ich meine, ich habe ja 45 Dinge. Oh ne, das wollte ich jetzt nicht. Das tut mir leid, ich wollte eigentlich nur die Truhe aufmachen. Ja, genau so. Was kann man eigentlich... Ja, ach, man kann, glaube ich, ja eine Kupferdingens machen. Aber ich... Ja, genau. Ich wollte jetzt erstmal hier raus noch so viel Holz machen, wie es geht. Ich habe ja noch ein bisschen gehackt, ne? Ja, das haben wir ja. Wie viel möchte ich denn? Ach, nehmen wir mal 5 Stück. So, der Rest kann da drinnen bleiben. Und diese... Skelettknochen und so weiter, die brauchen wir ja vorerst noch nicht, aber wir können hier einen Eichensitz nehmen, den haben wir ja auch. Das ist auch sehr praktisch. Aber was ich auch gut finde, ist, wenn man M drückt, hat man hier direkt seine Karte. Da sehen wir, wo wir hier sind. Das NPC-Dorf ist da oben in diesem weißen Teil. Ja, also da sieht man ja, ist es sehr winzig, wo wir gerade sind. Es geht noch viel weiter, nur man muss die Karte noch ausgiebig entdecken. Oben ist es weiß, unten ist es nicht so weiß. Passt ja. Was ist das denn da? Das sieht aber sehr komisch aus. Das da und das da. Ja. Aha. Also da schauen wir auch nochmal später vorbei. Ja, gespannt. Oder das da. Was ist das? Also darunter kann ich mir jetzt nichts vorstellen. Aber wir gucken dann einfach mal. Wie viel Holz brauchen wir denn dafür? Nehmen wir mal ein, ich will nicht das ganze Holz verplempern. Nee, ganz ehrlich, das will ich nicht. Ah, ja, das ist doch cool. Ein Rucksack kann man sich sogar da reinmachen. Und sogar ein Schild. Boah. Oh, schon aus? Ja. Okay, Holz brennt anscheinend nicht so lange. Na dann, lassen wir das so. Ja, genau, Holz lässt es nicht sehr lange brennen. Aber in der Zeit, während das da brennt, möchte ich ja noch ein bisschen was craften. Dazu sind wir ja in Minecraft. Wie sollte es sonst Minecraft heißen, wenn wir nichts craften würden? Ja, so, eine Axt natürlich. Und dann erstmal noch ein... Ach, eine Schaufel? Nee, eine Schaufel? Okay, machen wir uns auch eine Schaufel. Ja, und noch ein Eisenschwert. So, jetzt sind wir doch bestens gerüstet, würde ich sagen. Oder? Oh, es ist dunkel. Ach, die Strahlen sind da. Ach ja. Ja, ich habe nämlich gemerkt, dass wenn ich F9 drücke für die Aufnahme, dann kann man diese Strahlen verändern. Also das heißt, wenn ich F9 drücke, kommen diese Strahlen. Wenn ich nochmal F9 drücke, kommen diese Strahlen und noch solche grünen Kästchen. Und wenn ich nochmal drücke, ist alles wieder weg. Ja, aber das kann ich jetzt schlecht machen, sonst ist die Aufnahme weg. Aber ja, also, oh, die Holzachse ist ja fast kaputt. Was haben wir denn damit gemacht? Ich habe die nicht vergewaltigt. Nö, ich war dort nicht. Ganz ehrlich. Pflasterstein, kann man da rein essen? Wann braucht er denn mal was zu essen? Ich habe noch nicht gesehen, dass der irgendwie Hunger hatte. Ach so, ja. Haben wir da nochmal 3 Eisen, aus denen wir was zaubern können. Aber das machen wir später. Ja, jetzt haben wir erstmal das ganze Material. Das brauchen wir natürlich hier in dieser wunderschönen Höhle. Da können wir auch gleich mal anfangen. Gold kann man, glaube ich, damit abbauen, ja. Genau, das geht. Und wo wir hier Diamanten und Kohle finden, das weiß ich nicht, aber das werden wir herausfinden. Redstone, ja, Redstone geht auch. Geht aber schnell, muss ich sagen. Aber mit Redstone kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. Redstone, ist eher nichts für mich. Aber das Redstone, da lassen wir nochmal da, denn das benutzen wir so als Lichtquelle, würde ich mal sagen. Bevor wir hier irgendwie weitermachen. So, was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ah, sind das Steine? Ach so, Pflastersteine. Also, ich würde ganz gerne ein bisschen Licht haben. Ja, aber dazu fehlt uns Kohle. Man erschreckt mich das ja immer. Weil ich möchte Licht haben.
kriege ich irgendwie doch so anders Licht. Feuer kann ich nicht craften, Fackeln, Stick. Ja, Stick. Kann man die Kohle nicht irgendwie umgehen? Ja, mit Torchberries. Aber wo ich die herkrieg, weiß ich nicht. Ist ein bisschen doof. Kohle. Steinkohle. Och, die Kuh macht mir wieder Angst, ne? Ja, mach mir bloß keine Angst. Was auch immer das ist. Ich hab nur Waffe. Aber wenn es immer so plötzlich kommt, dann bin ich nie drauf vorbereitet. Deswegen macht mir das dann in dem Moment schon ein bisschen Angst. Aber, ja, guck mal. Das kann man da doch. Ah, das ist Gold, ja. Ich dachte, das wäre was anderes, aber das ist ja Gold. Nee, damit, mit der Eisendingens. Aber hier ist mir irgendwie aufgefallen, gibt's sehr viel Gold, muss ich sagen. Ist es normal? Ich weiß es nicht. Ich spiele das Spiel, also diese Version, Variation, oder wie auch immer man das nennt, spiele ich ja noch nicht sehr lange. Deswegen, hier ist ein bisschen Licht, das ist schön. Und Monster sind hier hoffentlich auch noch nicht. Das mache ich später, wenn ich ein bisschen gerüsteter bin und mich noch ein bisschen mehr in dem Spiel auskenne und halt auch Lichtquellen habe. Weil ohne Lichtquellen ist es einfach nur, man läuft rein und ja, das ist dann immer so ein doofes. Das ist ein Feuerstein. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass man aus dem Feuerstein auch Feuer machen kann, oder? Oder kann man das? Oder wie? Irgendwie nicht. Na dann, halt kein Feuer mit dem Feuerstein. Und unsere Wirtschaftslehrerin heißt Feuerstein. Was war das für ein Geräusch? Ich hoffe, jetzt ist nichts Böses erwacht oder so. Jetzt ist ja auf einmal Mitternacht oder so. Das wär's ja. Ich hab nämlich ein bisschen Angst, dass hier irgendwie was ist. Ich weiß ja nicht, wo wir hier rumlungern oder was auch immer. Wie hier gerade tun. Da muss man mit sehr viel Vorsicht rangehen, denn sonst kommt plötzlich ein gewisser Herr von hinten. Und das sollte man jetzt nicht zweideutig verstehen, sondern es ist auch wirklich so. Ja, und dann kuschelt er sich an einen ran und man ist plötzlich, ja, explodiert und tot. So schnell kann das Leben doch vorbei sein. So schnell und ob man doch so jung ist, ja, so schnell ist das Leben doch vorbei. Aber das Leben ist viel zu wertvoll, um es so schnell vorbeigehen zu lassen. Deswegen, ja, genau deswegen, wollen wir solchen Kreaturen auch noch nicht begegnen. Aber die Zeit wird kommen, denn die Armee der Finsternis ist sich am Aufbauen. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis sie zuschlagen. Das habt ihr ja in diesem Turm da gesehen oder diesem Dungeon, was auch immer das war. Dort wird halt die Armee sich aufbauen und irgendwann hat mich das Skelett. Wobei mich reizt es jetzt irgendwie schon, das Skelett herauszufordern. Ich hoffe, ich gehe da nicht drauf, aber ich glaube, ich bin ja an dem falschen Ort. Ich sollte die andere Seite der Höhle. Wo war das? Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verirrt. Da hoffe ich. Ja, genau. Da ist Licht. Da muss es sein. Ach, das Redstone gewährt mir aber immer wieder Licht. Das ist schön. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Pflastersteine alles mal ablegen. Denn ich weiß nicht, wie dieser. Ach Gott. Ja. Dann machen wir halt uns noch eine Truhe. Noch eine Truhe. Bitteschön. Dann kriegst du halt noch eine Truhe. Ja, so. Die kann ich ja leider nicht nebeneinander tun, weil da kein Platz mehr ist. Aber auf das schöne Redstone will ich die auch nicht tun. Und dahin. Ein Apfel. Könnte das Skelett mit einem Ei bewerfen. Das wär's ja. So. Und Golderz. Abo, wir haben Golderz. Gold. Gold ist ein wichtiger Brennstoff, muss ich sagen. Kann man. Nee, kann man nicht. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Oder doch? Oder kann man's doch? Nee, kann man nicht. Kann man leider nicht. Das tut mir echt leid, aber so ist das Leben nun mal. Machen wir das so. Ich weiß nicht, wie viel Holz sie brauchen werden. Also tue ich dann noch ein bisschen mehr da rein.
Und ja, deswegen begeben wir uns jetzt auch noch mal an die Oberfläche. Ich glaube, aus diesen Dingens kann man Fackeln machen, oder? Aus diesen Feuerstein. Oder, nee, ah nee, das macht man aus Kohle und Dingens, ne? Ja, schade. Schade, weil Feuersteine sind ja eigentlich recht nützlich, wenn man es im realen Leben betrachtet. Aber hier in Minecraft dann wohl eher unnütz, sag ich mal. Kann man sich denn nochmal mit. Kann man sich da hier nicht, Eisenklumpen. Aha. Kann man hier nicht. Ja, genau. Habe ich doch gesagt, da kann man sich doch irgendwas mitmachen. So. Nochmal hier irgendwelche Stiefel, bevor es dann mal ins leere Weite dort oben geht. Ja, Hallöchen. Ich hoffe, ich finde hier wieder zurück. Ansonsten sind meine ganzen Sachen weg. Weil, ja, wenn ich die Monster anmachen würde, wären dort drinnen auch Zombies drinnen. Und das wäre nicht sehr vorteilhaft, wenn ich hier jetzt neben den Zombies bin. Was ist dort unten überhaupt? Das ist, glaube ich, auch so eine Art Dungeon. Die werden wir dann, also den Dungeon werden wir dann halt machen, aber halt mit Zombies. Noch zwei Schläge, dann bist du auch kaputt. Cowboy. Ja, und zum Morgengrauen. Da werden wir hier alles erwecken. Und nochmal Zelda-like hier alles mal zerstören. Rubine. Ja, ein schönes Zelda-like. Mal wieder. The Legend of Zelda. Weiß ich nicht wie. The Wind Waker. Oh, da sollte man lieber nicht reinfallen. Lieber nicht, weil sonst könnte es wieder mal böse enden. Das Skelett hat eine viel zu starke Rüstung, muss ich sagen. Ach, jetzt habe ich mein Dingens nicht dabei. Ja, ne? Ich sollte das doch mal mitnehmen. Ja, wenn das Skelett zu stark werden sollte, ja, dann werde ich das halt merken und abhauen. Ich denke ja mal nicht, dass ich dann so dumm sein werde und dort bleiben werde, oder ich weiß es nicht. Wo war denn jetzt meine Grube? Dort ist schon wieder andere. Nein. Nein. Ach, die war da. Aber schön, dass ich jetzt eine andere gefunden habe. Eine andere Grube. Sehr praktisch. Mach das mal auf. Ja, gerade ein bisschen. So. Und die Schaufel, wir nehmen alles mit. Tut mir leid. Aber ich sichere jetzt nichts. Ich gehe jetzt erstmal auf volles Risiko. Falls ich sterben sollte, dann begrabt mich bitte richtig. Aber wo war denn jetzt hier? Das war doch hier irgendwo. Genau, hier. Genau. Da, was ist das? Das sieht nicht. Ja. Ach ja, das ist der Eisen. Ach so. Ich dachte jetzt, es wäre dieses Dingens da. Oh. Ja, Redstone können wir. Ist das da Kohle? Das ist Kohle. Oh. Ich habe mich noch nie so über Kohle gefreut, ganz ehrlich, Leute. Ich habe mich noch nie so über Kohle gefreut, weil ich jetzt dachte, hier gibt's so keine, weil, ja, in einem anderen hatte man keine gefunden und Kohle ist eigentlich so häufig. Aber hier ist irgendwie alles sehr häufig vertreten, wenn ich das hier mir so anschaue. Ja, und anscheinend haben wir hier einen Punkt erreicht, wo es sehr viel Kohle gibt und ja, anscheinend war es an der anderen Stelle kohlearm. Da ist schon wieder so ein roter Strich, den man als Laser bezeichnen könnte. Aber es ist keiner. Ja. Wie viel Kohle willst du denn hier noch verstecken, der liebe Herr? Wer auch immer das versteckt hat. War bestimmt Gronks Idee. Ja, er hat hier die ganze Kohle versteckt. Er mit seinem Kohlesong. Ja, das hat er gemacht. So. Och Mann. Mach mal Licht an. So. Licht an. Wie viel Kohle ist hier? Ich wollte eigentlich jetzt hier bleiben, bis es alles weg ist. Ich hoffe, darunter ist nicht noch mehr. Nee, ist es nicht. Zum Glück. Zum Glück, aber das ist noch ein bisschen. Redstone können wir noch ein bisschen vertragen. So. Ach, da auch noch Redstone. Und dann wollen wir das Skelett herausfordern. Wie auch immer. Dann kann ich ja mal gucken, wie stark die ersten Gegner hier so sein werden. Aber die Kohle werde ich jetzt natürlich einlagern. Das Redstone da kann ich mir beim nächsten Mal mal abholen. Jetzt noch nicht. Aber erstmal geht es darum, meine Kohle einzulagern. Ich habe mir ja den hübschen Weg hier gebaut, ne? In meinen Unterschlupf.
Pfeiler oder das. Alles, oh, Gold. Da haben wir Gold. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir nur 4 Eisenerz gekriegt? Oh, wie wenig. Lagern wir das mal dahin und das tun wir da mal hin. Ja, ich benutze halt irgendwie im Moment jetzt dann auch Holz als Feuerholz. Ich weiß nicht, ob das im normalen Minecraft aufgeht, Holz als Feuerholz. Ich wusste es nicht, aber ich glaube eher nicht, weil dort halt, ich glaube, Kohle halt festgeschrieben ist, aber ich weiß es nicht. So, wo war jetzt die Stelle? Hier bei den kleinen Pimmeln, da war die doch. Was auch immer das hier sein mag, werde ich jetzt herausfinden. Und was ist es? Was ist es? Kupferkies. Was ist denn Kupferkies? Kann man da nicht irgendwie was draus gewinnen oder so? Also, es wäre irgendwie logischer, wenn man daraus was gewinnen könnte. Ja, könnte. Rein nur könnte. Ja. Ja. Boah, alle intakt. Muh. Ja, machst du mir nach. Ja. So, das ist da hinten. Ich hoffe, ich werde diese Sache überleben. Ja, und ich hoffe es sehr. Weil sonst seid ihr verantwortlich dafür. Ab ins weiße Land hier, das weiße Ländl. Und, ja, ach, guck mal. Ja, da, guck mal da. Da sind ja noch welche Erze. Aber die holen wir uns mal später. Ja, später. Und zwar später. Ja, wann ist später? Weiß ich nicht, wann später ist. Ach, wie komme ich da jetzt nochmal hoch? Ja, da geht's hoch. Hallo, leba am Pissi. Sind sie da immer noch eingesperrt? Das tut mir leid. Ich möchte mir nur die Kohle holen. Ja, fällt hier alles runter. Ja, aber ich hol mir die Kohle. Eine schöne Kohle. Dankeschön. So, dabei kann ich sie ja nicht auch befreien, aber ich bin so arrogant, ich möchte das nicht. Tut mir leid. So schnell geht das hier weg. So schnell. Ja, Kohle. Sehr schön. Toll. Komme ich ja nicht mehr hoch. Jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Ja, und dann wollen wir doch jetzt mal das Skelett herausfordern. Ja, wo ist er denn? Da hinten. Ja, dann gehen wir mal dahin und fordern es heraus.